Okay, wir waren schon mal hier vor 2,5 Jahren. War eine fette Hip-Hop-Party. Mal gucken, wie heute wird, weil wir sind gut drauf. Okay, wer kennt das Mutterschiff-Album? Wir sind gelandet, Bruder. Ich bin dieser Zupacker-Mutmacher, dickes Fan wie Zupacker. Lange nicht gesehen, so wie Micha in Schumacher. Komm, frag deine Buchmacher. Bin du Rap nach Hause, es gibt halt B-Kasse, Zukasse. Ja, Afrop, herzlich willkommen. Du bist ja gerade mit deinem neuen Album unterwegs. Was dürfen die Fans davon erwarten und worum geht's inhaltlich so in deinen Texten? Scheitern gehört dazu, wenn du es so siehst. Ne? Also du kannst das so zusammenfassen, dass ich, wenn ich alles nochmal rekapituliere und zurückgucke, dass es natürlich auf und ab war, so in meinem Leben, aber auch in meiner Karriere und dass ich aus all den Erfahrungen, wie positiv, wie auch negativ, sehr viel gelernt habe. Ich finde, die Erfahrung macht auch einen zum erwachsenen Menschen, habe ich das Gefühl. So, und das habe ich versucht zu transportieren auf der Platte. Aber das sind so zwei Ebenen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Mutterschiff relevant, weil ich natürlich nicht von dieser Welt bin. Und er hat mich geschickt und jetzt holt mich das Schiff wieder ab, weil es ist Zeit zu gehen, weil die Welt, so wie sie ist, mir überhaupt nicht gefällt. Das sieht man auch am Albumcover. Und dann gehe ich in so eine Traumwelt, Alice im Wunderland mäßig, und mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das passiert auch auf dem Push-Album. Wen kann man außer dir noch auf deinem aktuellen Album hören? Und mit welchen anderen Künstlern würdest du gerne vielleicht nochmal zusammenarbeiten? Was würdest du dir da wünschen? Also ich würde gerne noch mit Advanced Chemistry und den Beginnern nochmal einen Song machen. Weil ich meine, ich kenne die jetzt schon so lange und wir haben es noch nicht geschafft, ins Studio zu gehen. Da gibt es mehrere. Auf der Platte jetzt zum Beispiel, um mal einen herauszuheben, mit dem ich auch lange was machen wollte und das nie geklappt hat, das ist Xavier. Und bin ich auch ganz froh, dass das geklappt hat. So, jetzt habe ich das, weißt du? Du bist ja am Ende nur noch am Trophäen sammeln, weißt du? So, okay, das habe ich, das und was ich noch alles. Und wie gesagt, Sammy ist drauf, Sammy Deluxe. Chefcat ist drauf, MC Sadri ist drauf, mein Cousin Habischer ist drauf, M.A.M. aus Hamburg, ein Rapper. Gentleman, hätte ich fast vergessen, stimmt. Das ist übrigens die aktuelle Single, also da seht ihr mal, mit was ich mich beschäftige. Arbeitest du lieber alleine oder lieber mit jemandem zusammen? Also was gefällt dir persönlich besser? Mal so, mal so. Ich bin sehr gern mit Leuten im Studio, weil ich dann einfach auch sehe, was die so machen, ne? Wie die so ihre Herangehensweise und die Interpretation von so ihrem Sein. Ne? Es ist für mich immer interessant, Leute zuzugucken, wie sie das machen. Also, und da gucke ich mir hier und da was ab. Und natürlich zeige ich mich auch gerne im Studio. Und das, die Symbiose, also es sind auch immer Leute, mit denen komme ich auch so klar. Wir haben eine ähnliche Vision von Sound und dann lerne ich gerne was von den anderen so. Aber wie gesagt, man sieht das ja auch an den Singles, die ich habe, die sind recht viel mit vielen Features. Zeig mir Posen und Arsch, gegen die Asservaten, Kammer, Kuckla und Gras raus. Sorry Mama, die Verführung wollte stark, also kurz. Ich laufe Richtung Weltuntergang, so sieht's aus. Ich laufe Richtung Weltuntergang. Ich laufe Richtung Weltuntergang, hab das sehr gut erkannt, bin ein sehr guter Mann. Ich laufe Richtung Weltuntergang, Untergang. Ich laufe Richtung Weltuntergang, Untergang. Ich laufe Richtung Weltuntergang, hab das sehr gut erkannt. Wir haben da noch Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Ich würde sagen beides, weil ich habe beides erlebt. Ne? Ich komme aus Stuttgart und lebe jetzt in Hamburg. Also ich mag beides. So. Also Berge ist anstrengender auf jeden Fall. Ne? So Meer ist entspannter. Ne? Aber ich mag beides. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr. Bisschen mehr Meer. Bisschen mehr. Kochen. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Habe ich nicht, aber ich hab's drauf. Ne? Wenn ich mir so Zutaten kaufe, es gibt so ein Kochhaus so bei uns um die Ecke und da hole ich immer die ganzen Zutaten und ich krieg's immer relativ gut hin, es schmeckt sehr gut, sagen alle, die davon essen. Natürlich Deutschland. Fiese Frage, ne? Schwere Frage. Ja. Es ist eine schwierige Frage und ich muss ehrlich sagen, ich kann sie nicht beantworten. Wenn ich einen Führerschein hätte, dicke Karre.
chaotisch. Das ist voll gemein. Ja, Mutterschiff. Ja. Weil das Made in Germany Kapitel ist eine, meine Legacy. Das ist getane Arbeit. Ne, so. Und jetzt ist es das Mutterschiff und es ist aktuell. Und ich würde das Album Made in Germany heute niemals so machen. Ne? Deshalb ist es so ein Ding, was für seine Zeit steht. Und es, das soll es auch bleiben. Ich laufe Richtung Weltuntergang. Ich laufe Richtung Weltuntergang.